Juhu ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Tomb Raider. Hier hinten haben wir jetzt alles gefunden, hoffe ich, glaube ich auch. Und wir können somit zurück. Die Frage ist, kommen wir am besten hier zurück? Weil Lara eventuell bei diesen super steilen Seilen nicht wieder nach oben klettern kann. Ich glaube schon. Ich glaube es schon. Wobei. Ich versuche mal hier übers Dach zu gehen. Und hier haben wir ja sogar doch noch ein Nest. 2 von 5 Eiern gestohlen. Ja, großartig. Ja, und jetzt kann ich vielleicht tatsächlich hier hochkrabbeln, ha? Irgendwie kommt man auch wohl noch von dort drüben hier hinten. Ist das möglich? Ich versuche das jetzt mal. Ja, gut. Es wird was dauern, aber es wird funktionieren, denke ich. Oh. Und jetzt weiß ich auch, wie ich da hinten die ganzen Dinger... Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie ich da hinten diese ganzen Bergungsgutteile... wie ich die bekomme. Haha. Ja, manchmal muss man erstmal ein ganzes Stück des Weges gegangen sein. Neue Fertigkeiten bekommen haben, neue Gegenstände erhalten haben, damit es dann irgendwie weitergeht. Ich bin hier auch noch nicht fertig. Da bin ich mir aber sehr, sehr sicher. Jetzt wartet mal. Da unten zum Beispiel komme ich doch jetzt bestimmt hin. Da unten komme ich jetzt bestimmt auch hin. Außerdem liegt hier direkt unter mir einfach so Bergungsgut rum. Dann würde ich sagen, ich springe hier einfach mal runter. Wow. So. Genau. Hier war ich nicht hingekommen, oder? Ich glaube, hier war ich nicht hingekommen. Sehr schön. Jetzt komme ich da aber mit dem Steigeisen hin. Und zwar ohne Probleme, denke ich. So, das zünden wir an. Ja. Genau. Ich hol's mir nur jetzt erst einmal. Mach auf. 641. Wenn ich beim nächsten Mal bei einem Lagerfeuer bin, kann ich wirklich so dermaßen viele Sachen verbessern. Das ist schon krass. Oh, ob ich es irgendwie schaffe, da reinzuspringen? Oder von dort unten aus? Da vorne ist zumindest das Lager, was ich zuerst mit Ross errichtet hatte. Ich gehe mal hier noch ein bisschen weiter. Wir haben hier was. Ein Geocache und ein paar Pfeile. Sehr schön, die brauche ich jetzt wieder regelmäßig. Ja, und dann würde ich sagen, wir steigen hier einfach runter. Ups. Das haben wir schon mal hier in Brand gesetzt. Und dann... Nee. Hier. Bogen. Bringen wir das gerade... Autsch. Es ist erstmal gegen mich geflogen. Das Wrack Teil lag hier ja auch noch nicht. Das ist das Wrack des... das Wrack des Schiffes, was jetzt leider jüngst abgestürzt ist. Und somit ist dann auch klar, warum Ross sein Lager verlassen hatte. Der musste hier weg. Der musste genauso gut fliehen wie ich. So. Aber jetzt kann ja jede Menge neues Zeug liegen, ne? Ich fange das erstmal hier an. Ich werde da später rüberkrabbeln, aber jetzt gucke ich erstmal hier. Mhm. Neue Munition und noch mehr Munition. Ja. Sehr schön. Naja, und dann gehe ich jetzt auch direkt zum Lager, würde ich sagen. Das nehmen wir auch mit. Was ist das? Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste.
Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach, okay? Okay, Drama, Drama. Ein handgeschriebener Brief von Reyes. Ich glaub's nicht, Rosses Vater. Ob er das schon immer gewusst hat? Manchmal wissen Väter das dann ja. Manchmal wissen sie insgeheim, was eigentlich Sache ist. So, sehr schön. Aber ich nehme erstmal das Lager. Recurve-Bogen. Waffe modifizieren. Provisorischer Langbogen zu Recurve-Bogen. Sehr schön. Wir haben schließlich alles davon gefunden. Aber zunächst einmal will ich den Fähigkeitenpunkt ausrüsten. So, Jäger-Upgrades und Kämpfer-Upgrades. Ach, da habe ich schon eine ganze Menge von. Hier käme jetzt Axtexperte als nächstes. Betäuben Sie Ihre Feinde mit 2 schnellen Hieben mit Ihrer Kletteraxt. Ja, das ist schon ganz interessant, oder? Jäger-Upgrades. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Oder Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Ich muss eigentlich sagen, Tierkadaver habe ich nicht sehr viele. Das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so. Pfeile wiederfinden, Plünderung, Klettergewandtheit, Orientierung und Kartografie. Das sind natürlich schon Sachen, auf die man gehen sollte. Ne? Und es ist nun mal unerlässlich, die anderen Schritte auf diesem Weg auch zu tun. Aber ich denke mal, ich gehe hier jetzt erstmal auf den Gewichtheber. Maximiert die Gesamtmunitionsmenge, die Sie für Ihre Waffen mitführen können. Gut. Und dann hätten wir hier noch Ausrüstung. Da ist schon ein dickes, fettes Ausrufezeichen dran, weil wir hier mittlerweile so viel haben. Gut, einmal das Upgrade. Seilpfeil. Er fügt den Seilpfeil als alternativen Feuermodus hinzu. Okay. Das haben wir schon. Verstärkte Wurfarme. Gewickelte Sehne. Und jetzt können wir noch den Schlüsselringabzug nehmen. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Oh, okay. Ja, okay. Machen wir. Jetzt auch alle Upgrades, 4 von 4. Beim Gewehr wollten wir weitermachen. Und zwar Stabilisierung der Waffe beim Feuern oder erhöhte Nachladetempo oder Schussfrequenz erhöhen. Ich nehme mal letzteres. Und jetzt habe ich auch schon nicht mehr genug Punkte, um noch ein weiteres Upgrade durchzuführen. Insofern können wir jetzt einfach weitersuchen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier schon noch eine ganze Menge finden werden. War ich eigentlich hier hinten in dieser Ecke mal? Ah, ich suche jetzt gerade eigentlich gar nicht nach diesem Piloten, aber wer weiß. Vielleicht finde ich hier einfach ein paar interessante Teile, die aus dem Wrack gefallen sind. Das wäre schon ganz interessant. Erfahrungspunkte? Sehr schön, Bergungsgut. Und ja, jetzt weiß ich, wie gesagt, auch, wie ich da oben so den ein oder anderen Bergungsgut-Behälter jetzt bekomme. Und hier diese Tür, die kann ich jetzt auch öffnen. Zieh zu! Meins. Und meins. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Getrocknete Gobo-Wurzel, das ist große Klette. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht irgendwie eklig aus. Große Klette. Gut, hier kann ich auch nicht drunter sehen. Nochmal ein bisschen rauszoomen, aber ansonsten relativ
aussagelos. Mhm. Munition, die nehme ich gerne. Und das Huhn, was mich schon zu Tode erschreckt hat. Aber wirklich. So, sehr schön. Mhm. Hier rauf. Ich werde mir das eine Bergungsgut jetzt auf jeden Fall noch holen, jetzt wo ich weiß, wie ich es bekommen kann. Oben. Sehr schön. Und hier hinüber. Huch. Da bin ich hier oben drauf gelandet. Das ist natürlich schön. So, perfekt. Wie mache ich das jetzt? Ich könnte mir das Ding erst einmal anzünden, indem ich vielleicht hier durchlange. Kann das sein? Gucken wir mal. Kann ich das so entzünden? Nein, leider nicht. Dann gucke ich mal so. Okay. Bogen. Okay. Jetzt brauche ich die Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Komm schon. Renn, renn. Renn. Verdammte Hacke. Nee. Nein. Oh, Lara. Oh Gott. Ich bin auch noch auf dem Huhn gelandet. Ach, du Schande. Okay. Naja, dann lassen wir das jetzt erstmal. Gehe ich erstmal hier durch dieses Wrack durch. Hier haben wir noch was. War auch. Ich habe schon was übersehen. Okay. Ja, lass dich ruhig runterfallen. Lass dich ruhig runterfallen. Ich schau mal hier, ob hier noch irgendwie was liegt, was Interessantes. Mhm. Nein. Nein. Gut, dann hier zurück. Hier käme ich dann wieder rauf. Möchte ich aber noch gar nicht. Wir nehmen mal das hier. Hoppala, so wollte ich doch gar nicht. So, und rauf da. Und wieder runter. Gut. Hier vorne ist ein bisschen was. Ja. Der Raum drinnen ist gar nicht so groß, wie ich jetzt zunächst vermutet hatte. Und wie es aussieht, komme ich von hier vorne nicht nach hinten. Wie soll ich das denn machen? Ich kann leider hier diese Barrikade nicht anzünden oder rausziehen, oder doch? Ich könnte es mal versuchen. Müssen wir einmal den Bogen ausrüsten? Nee. Die kann ich leider nicht zu mir ranziehen. Wie schade. Wie schade. Da vorne haben wir noch ein Wrackteil. Wenn ich hier vorne rangehe. Von dort aus. Okay, gut. Ich hätte noch ein Stückchen weitergehen sollen, denke ich mal. Gut. Eins und zwei. Dann komme ich da gleich sicherlich hin. Noch höher. Und gleich von dort oben aus. Hm. Da ist wieder so ein umwickeltes Stück Balken. Hier kann ich raufklettern. Aha, okay. Ja, hier bin ich ja auch eigentlich schon gewesen. Es gibt anscheinend gar keine andere Möglichkeit, hier raufzukommen, als über diese Felswand. So, da muss ich jetzt aber springen, oder? Ups. So. Einsatzzielwegweiser. Ja, ich weiß, ich soll da vorne hin. Gemach, Gemach, würde ich sagen. Gemach, Gemach. Okay. Ich soll doch jetzt wohl nicht wirklich hier runter, oder? Wir haben hier einen Pfahl mit einem Ring. Das heißt, aha. Gut, da oben also. Genau, da oben also. Und rauf mit uns.
ganz schön steil. Also, was sie hier an Kilometern abreißt, nicht nur zu Fuß, sondern auch springenderweise oder hangelnderweise und kletternderweise, das ist schon enorm. Und noch weiter rauf. Wobei, wartet. Kann es sein, dass ich jetzt von hier aus schon gehen konnte? Nee, nicht von hier aus. Schade. Nicht von hier aus. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, warte, bis ich fertig bin. Gut, dass ich nicht ganz raufgegangen bin. Ach, so ein Ärger. Okay. Ja, haut ihr bloß ab. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was Gutes essen? Scheiße. Ja. Was wird's denn sein? Okay. Wo gehen die jetzt hin? Oh Mann, das klingt großartig. Was machst du? Ich bin in einem Zimmer. Die sind in eine Höhle gegangen. Kriegt das gar nicht mit, ne? Der andere kriegt das gar nicht mit. Es ist unglaublich. Ich schleich mal hier durch. Oder? Oh, da haben wir wieder was zum Anzünden. Wo ist der andere? Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier bin ich doch schon mal gewesen. So. Ich hätte ihn jetzt auch leise machen können. Oh nein, jetzt ist er ganz runtergefallen. Ach, so ein Ärger. Und der andere war auch? Toll. Wollte ich die beiden plündern, müsste ich jetzt tatsächlich da runter. Oh, Herrschaftszeiten. Naja gut, hier bin ich eigentlich schon gewesen. Die Tür war zu. Ich glaube, die Tür hier war zu. Sonst hätte ich nämlich diese Statue längst mit angezündet gehabt. Gut, 5 von 10 erleuchtet. Sehr schön. Ach, am Ende fehlt einem manchmal dann ja nur eine. Ne? Das ist schon ein bisschen ärgerlich dann. So, einmal. Hoppala, das meinte ich nicht, sondern so. Gut, und rauf da. Ich bin echt wirklich, wirklich froh, dass wir hier endlich im Hellen sind, im Tageslicht. So, wieder schön langsam hier entlang bewegen. Ich würde mich nicht wundern. Helmes Grab in der Nähe. Oh, okay, schön. Und da haben wir das Signalfeuer. Ja, wunderbar. Was mache ich mit diesen Stämmen? Kann ich mich da auch entlang ziehen? Wirklich? Was haben wir jetzt hier? Ja, das wird ja eine Strecke. Das wird ja eine Hangelstrecke, würde ich mal behaupten. Ich könnte erstmal in das Grab reingehen. Ich schaue aber erstmal kurz auf die Uhr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hangel ich mich erstmal da hinüber. Dann werde ich das Grab in der nächsten Folge machen. So. Nummer 1. Gehen wir mal hier runter. Ups. Ist ja irre. Hier mit diesen kleinen, mit diesen ganzen kleinen Felsen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Am besten? Hier einfach rüberspringen, ja? Ja gut. Das geht ja noch, aber dann. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen in Lagern. Ich glaube, das ist aber wirklich jedes Mal nur die Information darüber, dass ich jetzt genug Bergungsgut gesammelt habe. So, wunderbar. Ha! Und jetzt geht's darüber. Ups, da bin ich einmal zu weit gewesen. Hier so mit den ganzen Mechaniken, da will ich mich gar nicht beschweren, da komme ich ganz gut klar. Aber halt das Kämpfen mit einem Controller, Leute. Ich habe früher Counter-Strike gespielt, auch in der ESL, aber gebt mir eine Maus!
Gib mir eine Tastatur. Aber einen Controller-Stick. Oh mein Gott. So, wunderbar. Bis hierhin sind wir jetzt gekommen. Ja, hier komme ich rauf. Drei. Prima. Ein Schlagkuchen. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Oh Gott. Der Botschafter entdeckte ein schreckliches Geheimnis und floh aus Yamatai. Was hat er gefunden? Und was ist aus ihm geworden? Das ist eine gute Frage. Nachdem ich jetzt den Eindruck habe, als würde irgendetwas dafür sorgen, dass wir hier nicht mehr wegkommen. Oh. Nee, das ist viel zu weit. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier rüber sollen. Ich kann es auch gar nicht richtig sehen. Vielleicht von hier aus. Na komm schon. Ach, die Feinmotorik hiermit. Okay, dann nicht. Ich kann jetzt darüber. Ah, alles klar. Hier vielleicht? Nein, da. Wirklich? Oh je. Oh je. Ist das der einzige Weg? Ist das wirklich der einzige Weg? Nein, hier geht's noch rüber. Ich muss darüber. Ja, ich kann mir das schon mal setzen. Aber ich möchte eigentlich noch nicht zu ihm hin. Ich möchte vorher das Grab erkunden und hier den Rest von diesen kleinen Inselchen. So, also einmal darüber. Ah, jetzt weiß ich auch, wie wir darüber wieder zurückkommen. Und zwar muss ich jetzt hier einmal rechts an dieses runterhängende Stückchen Brett springen. Und dann da hochhangeln, bitte. Wow! Oder auch nicht. Lara tot. Wieder einmal. Wie soll ich denn zurückkommen? Irgendwie muss es doch gehen. Oh. Vielleicht hier? Ja. Okay, das macht Sinn. Dann eben so. Ich möchte nämlich noch da weiter rauf. Okay. Von hier aus müsste ich doch... Oh, was haben wir hier? Ein Geocache, 8 von 15. Sehr schön. Wie bin ich denn hier rübergekommen? Ach, von hier aus. Ja, da kann ich dann doch sicherlich auch wieder rüber, oder nicht? Nicht. Schade. Ja, wie machen wir es dann? Alles klar, ich seh's. Oh nein! Nein, hier wollte ich doch gar nicht hin. Okay, also nach oben. Und dann auf der anderen Seite entlang springen. So, es müsste hier gehen. So, genau. Autsch. So, von hier aus. Moment. Bin ich irgendwie hier raufgekommen? Ich habe nämlich hier gerade gesehen, dass es hier oben einen so einen Pfeiler gibt mit einem Ring.
ich dann irgendwie hochkommen. Moment. So weit, so gut. Und wie komme ich jetzt da nach oben? Ah, alles klar. Ich würde sagen, so. Genau. Kleine Verwirrungsspiele. Hui, ja, der ist damit auch ab. Ah! Oh. Dann weiß ich, wie ich wieder zurückkomme. Ja, gut. Das war jetzt ein bisschen unorthodox mit dem einen Seil, was ich jetzt gerade gespannt hatte. Das war nicht richtig so. Definitiv nicht. Aber so ist richtig. Irrungen und Wirrungen mit dem Seil. Könnte man sagen. Bist du wahnsinnig? Mach doch keine Flugrolle. Ah, da unten sehe ich auch noch irgendwie... Was ist das? Ein Secret, glaube ich. Ich glaube, kein Bergungsgut. Oder eine Reliquie dürfte das da unten sein. Dann nehme ich die jetzt auch noch mit. Ah, dahinter können wir uns auch noch wenden. Okay, ich würde sagen, als allerletztes nehme ich jetzt noch diese Reliquie mit. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Traurig. Und man muss leider erwarten, dass die meisten von ihnen einfach getötet wurden. So schrecklich es ist. Furchtbar. Gut. Eieiei. Neue Fertigkeiten mussten wir hier anwenden in der heutigen Folge. Ich denke, es wird in der nächsten Folge auch ähnlich weitergehen. Vor allen Dingen werden wir aber mal wieder ein verstecktes Grab finden und hoffentlich irgendwelche nützlichen Gegenstände, die uns hier weiterhelfen. Aber, wie gesagt, machen wir morgen. Macht's gut, ihr Lieben. Habt noch einen schönen Tag.